Hallo und herzlich willkommen bei Crunchtime TV, heute mit Tete. Hast du die Fragen auf deinem Handy? Ja. Mit Tete, Isa und Julia. 40-22 ist Spiel ausgegangen. Was sagt ihr denn so zum Spiel? Also eigentlich war der Sieg nie wirklich gefährdet, aber am Anfang haben wir ziemlich viel verworfen. Aber eigentlich ganz souverän gewonnen, würde ich sagen. Ja, ich habe es mir sogar notiert, nach 10 Minuten stand es 3-1. Auch interessant. Dann machen wir so eine kurze Frage. Was hat der Pokal bei euch für einen Stellenwert? Ja, ist schwierig, ne? Also jetzt geht's, wir sind noch in der Saison, wir haben noch ein Saisonspiel, da ist die Motivation immer noch recht hoch, was man glaube ich am Ende auch sehen konnte. Da wollte Ramona nochmal laufen. Letztes Jahr war es ein bisschen schwieriger, uns zu motivieren, wo wir den dann auch an Burg Steinfurt verschenkt haben, quasi. Ansonsten jetzt nächstes Jahr wieder Westfalen-Pokal. Wer weiß, vielleicht ist der DHB-Pokal nochmal drin. Ja, schauen wir mal, was es Gutes gibt. Es ist ja jetzt so, dass die eigene Spielgemeinschaft hat mit dem HCI. Ihr habt ja jetzt vor dem Spiel auch ein Foto. Oh, danke, B-Jugend auch. Ihr habt ja jetzt vor dem Spiel auch ein Foto gemacht. Ist das bei euch auch zu erwarten? So, Julia, was sagst du jetzt? Ja, wer weiß. Also, sag niemals nie, würde ich sagen. Ne? Das ist sehr diplomatisch. Ja, dann ist Samstag euer letztes Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gegen wen geht's da und was erwartet uns da? Ich spiele gegen Oerlinghausen. Ich glaube, die sind irgendwo im Mittelfeld. Unteres Mittelfeld, ja. Letztes Mal haben wir, glaube ich, auch so mit 14, 15 Toren gewonnen. Ja. Sehr kampfstarke Mannschaft. Ja. Die geben nicht auf. Mal schauen, spielen viele über den Kreis. Letztes Mal hat Therese 20 Tore gemacht. Also ich glaube, das wird schwierig zu wiederholen, aber mal gucken. Ja, fein. Bist du da, Julia? Ja, ich fütter sie zu Hause mit gutem Essen. Ja, sehr gut. Ich hoffe, sie auf 21. Ja, schauen wir mal. Ne? Wir nehmen dich beim Wort. Ja, dann bedanke ich mich fürs Interview. Und willst du auch mal mit rein? Komm her, willst du auch mal Hallo sagen? Zack. Oh. So, da, guck mal, musst du hingehen. In die Kamera. Kannst du auch mit zu Hause. Genau, einmal winken. Yeah, da siehst du dich. Ja, vielen Dank fürs Interview und schönen Abend euch noch. Ciao. Ciao. Ja, genau! Okay, nee, dann schiebe ich die wieder rein. So, die fangen an.